Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen beim Geld und guten Abend. Wer im Alter nur die AV und Pensionskassenrente hat, muss nach der Pensionierung seinen Lebensstandard meistens reduzieren. Wegen der tieferen Umwandlungssätze sind Pensionskassen Neurente in den letzten Jahren in vielen Fällen gesunken. Darum ist die private Vorsorge über die dritte Säule umso wichtiger geworden. Sie hilft im Alter, die Lücke zwischen dem bisherigen Erwerbseinkommen und dem Renteneinkommen aus der ersten und der zweiten Säule wenigstens teilweise zu überbrücken und gibt einem im Alter finanziell mehr Handlungsspielraum. Wer die nötigen Mittel hat, kann als Angestellter mit Pensionskasse in diesem Jahr maximal 6'883 Franken in die Säule 3a einzahlen und dann bei den Steuern abziehen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der eigenen Vorsorge anzufangen? Wie kann man vorsorgen, auch wenn man nur bescheidene Mittel hat, und lohnt sich die dritte Säule auch dann? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Gianluca Lombardi vom Verkaufsteam bei der Helvetia Baden. Ja, als Junge denkt man meistens noch nicht an seine Altersvorsorge. Wann ist der passende Zeitpunkt, um mit der Altersvorsorge anzufangen? Desto früher, desto besser. Es ist effektiv so, dass man in den jungen Jahren noch nicht so intensiv über das Thema denkt. Zumal aber jetzt gerade auch Pensionskassen, Renten am Sinken sind und eine schwierige Zeit auch für die junge Generation vor der Tür steht, ist es wichtig, dass man das möglichst früh macht. Weil man sagt, man braucht mindestens rund 80% von dem, was man vorher an Einkommen hatte. Und wenn man das erreichen will, muss man schon zwischen 20 und 30 mit dem anfangen. Wir haben gesehen, als Angestellte mit der Pensionskasse kann man 6'883 Franken in Säule 3a einzahlen. Nicht alle haben dann einfach gerade so viel Geld zur Verfügung pro Jahr. Wenn man jetzt nur weniger einzahlt, lohnt sich eine dritte Säule auch dann noch? Das lohnt sich sehr fest, weil das, was man in die dritte Säule einsparen tut, kann man vollumfassend bei den Steuern abziehen. Das bedeutet, es hängt davon ab, wie der Grenzsteuersatz daherkommt. Bei einer Person, die einen Grenzsteuersatz von 25% hat, die 6'000 Franken pro Jahr einspart in die dritte Säule, egal in welcher Form, dort spart man rund pro Jahr etwa 1'500 Franken Steuern. Welche Möglichkeit hat jemand, der nicht an einer Pensionskasse angeschlossen ist, aber trotzdem eben für das Alter vorsorgen will? Wenn man nicht an einer Pensionskassenlösung angeschlossen ist, aber trotzdem ein AHV-pflichtiges Einkommen hat, dann darf man bis zu 20% von seinem eigenen Nettoerwerb bis maximal 34'416 Franken in die bundene Selbstvorsorge einsparen und kann somit auch die Leistungen, die wegfallen, durch die Pensionskasse kompensieren mit der dritten Säule. Neben der dritten Säule kann man auch über die zweite Säule seine Vorsorge verbessern. Wenn man in seiner Pensionskasse Vorsorgelücke hat, weil man vielleicht nach einem Studium erst spät ins Berufsleben eingestiegen ist oder längere Zeit nicht berufstätig war, kann man auch in der zweiten Säule freiwillige Einzahlungen leisten. Damit stärkt man seine Altersvorsorge und spart Steuern, weil man diese Einzahlungen ebenfalls bei den Steuern darf abziehen. Ja, in welchen Fällen lohnen sich so freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse? Ein typischer Fall ist kurz vor der Pension. Wenn man durch das natürlich das planbare Einkommen kann verbessern kann, ist das absolut ein gangbarer Weg. Oder wenn man zum Beispiel auch in einem einkommensintensiven Jahr seine Steuerprogression brechen will, weil man das auch von den Steuern abziehen kann, ist das absolut ein gangbarer Weg. Dort ist aber auch wichtig, dass man den Einkauf genau planen, weil da gibt es doch den einen oder anderen Stolperstein. Jetzt, wenn man genügend finanzielle Mittel hat und man hat beide Möglichkeiten, würden Sie eher in die Säule 3a einzahlen oder eben freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse leisten? Vorweg empfiehlt es sich, dass man zuerst die Säule 3a voll ausschöpfen. Wir sehen häufig auch, dass noch Potenzial rum ist. Gerade bei einem verheirateten Ehepärli ist es wichtig, dass, wenn man es sich leisten kann, dass beide voll in die dritte Säule einsparen. Und das bedeutet natürlich auch, dass, wenn man das nachher erreicht hat, dass man dann über weitere Massnahmen entscheidet. Es empfiehlt sich, dass man da mit einer Fachperson zusammensitzt und das besprechen. Welche weiteren Tipps geben Sie all denen, die angesichts eben von der sinkenden Pensionskasse Neurente ihre Vorsorge verbessern? Einer der wichtigsten Tipps
Was ich gerne auch meinen Kunden mit auf den Weg gebe, ist, dass man sich nicht nur um das Thema Alterssparen kümmert, sondern auch um die Thematik Todesfallabsicherung oder Erwerbsunfähigkeitsabsicherung, gerade wenn es um das Thema Invalidität durch eine Krankheit oder einen Unfall geht. Und was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist, dass man, gerade wenn es um das Thema geht, zum Beispiel Patientenverfügung, Vorsorge, Auftrag, dass man sich um diese Thematiken kümmert, dass im Falle der Fälle das Nachkommen Bescheid wissen. Danke vielmals, Gianluca Lombardi. Wenn Börsen so wie in diesem Jahr turbulent sind und nicht mehr einfach wie in einer Einbahnstraße nur nach oben zeigen, wird die richtige Wahl der Aktie umso wichtiger. Wer an der Börse auf die falsche Pferde setzt, kann brutale Verluste erleben. Doch wie gelingt einem als Privatanleger die richtige Aktienselektion? Auf welche Kennzahlen sollte man gerade jetzt in Zeiten mit steigenden Zinsen besonders achten? Und welche Chancen bieten im aktuellen Umfeld alternative Anlagen? Wir haben Einschätzungen und Tipps. Nächstes Mal hier in der Sendung Geld. Einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende. Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.